Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Wahl der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder der Landespersonalkommission. Nach § 99 des Hessischen Beamtengesetzes wählt der Hessische Landtag 7 Mitglieder und 7 stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Mit den Ihnen vorliegenden Drucksachen 220, 221, 222 und 223 aus 20 sind Ihnen die Wahlvorschläge bekannt. Es werden offensichtlich keine weiteren Wahlvorschläge gemacht. Wie mit den Fraktionen abgesprochen, erfolgt auch diese Wahl offen, wobei jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete für die Wahl insgesamt über eine Stimme verfügt. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung, wobei ich voraussetze, dass sich die Stärke der Fraktionen nicht verändert hat seit der letzten Abstimmung. Wer stimmt dem Wahlvorschlag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 220, zu? Das sind 11 Abgeordnete. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, Drucksache 221, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Damit sind das 18 Stimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 222, zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, also 67 Stimmen. Und irgendjemand muss mir jetzt einmal Wasser besorgen. Sie können das hier haben, das ist unberührt. Danke sehr. Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Drucksache 223, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind SPD und LINKE. 38. Also 38 Stimmen. Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit sind Damen und Herren Abgeordnete zu Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Landespersonalkommission gewählt. Abgeordnete Stefan Müller, Heidenroth von den Freien Demokraten. Abgeordnete Karl-Hermann Bolldorf von der AfD, Abgeordnete Joachim Feilmann von der CDU, Abgeordnete Hartmut Honka von der CDU, Abgeordnete Jürgen Frömmrich von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Abgeordnete Günther Rudolph von der SPD und Abgeordnete Hermann Schaus die LINKE. Als stellvertretende Mitglieder sind gewählt Abg. Dr. Stefan Naas von den Freien Demokraten, Abg. Bernd Vohl von der AfD, Abg. Sabine Bächle-Scholz von der CDU, Abg. Sandra Funken von der CDU, Abg. Markus Hofmann Fulda von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Abg. Nancy Faeser von der SPD und Abg. Gerald Kummer von der SPD.